Wir sind jetzt hier auf der Bühne der Oper Frankfurt. Welches Stück wird jetzt gerade vorbereitet? Momentan wird hier aufgebaut der Rosenkavalier, der heute Abend normale Vorstellungen hat. Ja. Gestern Abend sind noch letzte Reste von der Generalprobe Giulietta, ist abgebaut worden heute früh. Mein Name ist Olaf Jastrop, ich bin Fachplaner und Sachverständiger für Besuchersicherheit, Arbeitssicherheit und Veranstaltungssicherheit. Und in dem Zusammenhang betreue ich Veranstaltungen eigentlich jeder Art in der Industrie, in der Kultur oder eben auch Opern, Freilichtbühnen und Ähnliches. Und hier kommt es eben sehr häufig zu Gefährdungen, die eigentlich auszuschließen sind, aber dafür gibt es dann eben Menschen wie mich oder auch den Brandschutzbeauftragten oder den Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik, die mit die Gewährleistung dafür tragen, dass Erfolg und Sicherheit oder Budget und Sicherheit nach Möglichkeit in ein ausgewogenes Verhältnis kommen. Die Opernbühne hat eine Grundfläche von 40 mal 40 Meter. Man kann sich vorstellen, wenn es da mal irgendwo anfängt zu brennen, dann kann sich das sehr schnell entwickeln zu einem sehr großen Brand. Die Monitore sind für die einzelnen Bühnen, Kammerspielbühne, Schauspielbühne, Opernbühne. Hier unten drunter sind die Laufkarten. Wenn es eine Meldung gibt, dann weiß die Feuerwehr, wo sie hinlaufen muss. Mein Name ist Daniel Robert Graf und ich war an der Frankfurter Oper, wo wir uns hier jetzt befinden, 40 Jahre lang erster Solo-Cellist, habe einiges erlebt, unter anderem auch den berühmten Brand von dieser Oper. Was ich erlebt habe persönlich, ist am nächsten Morgen habe ich die Nachrichten gehört und habe in Erlenbach, Niederellenbach rausgeschaut und habe tatsächlich über Frankfurt eine riesige Wolke gesehen von Rauch. Die absolute Priorität hat immer das Menschenleben. Also hier sagt ja schon das Grundgesetz, jeder Mensch hat ein Recht auf geistige und körperliche Unversehrtheit.